Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Falls ihr meinen Kanal noch nicht kennt, ich bin Sebastian, das hier ist Ben und ihr seid hier auf Tupac VR und hier gibt es alles rund um das Thema VR. Und heute stelle ich euch den Roguelike Retro Shooter Compound vor. Und Compound ist schon ein älteres Game, ist damals 2018 in die Early Access gegangen und ist da auch immer noch. Ich glaube, wir sind bei Version 0,5 irgendwas. Gucken wir uns gleich mal kurz an. Und ich finde, seitdem hat sich verdammt viel getan. Ich hatte das Spiel nicht getestet auf meinem Kanal. Ich bin da irgendwie nicht zugekommen, ist dann auch irgendwann untergegangen, obwohl ich es richtig gut finde. Und jetzt hatte ich mal endlich die Zeit, habe auch mit dem Entwickler ein bisschen geschrieben. Und deshalb jetzt zu diesem Gameplay hier. Ich war echt mega positiv überrascht. Man muss den Grafikstil natürlich mögen. Es ist halt wirklich Retro-like, die ganz alten Sachen wie Doom, Return to Castle, Wolfenstein und so weiter und so fort oder Wolfenstein. Und wir schauen uns einfach mal jetzt hier die Seite an. Ja, ist sehr positiv. 100% der 56 Nutzerversionen der letzten 30 Tage sind positiv. Und er hat 862 positive Rezessionen, also 98% der Leute haben das positiv bewertet und sagt eigentlich schon alles aus. Also wer das Spiel noch nicht haben sollte, Leute, guckt euch das Game an. Ihr könnt euch sogar eine Demo umsonst runterladen und das Spiel testen. Und wenn euch das gefällt, unterstützt den Entwickler doch. Also er versucht damit wirklich über die Runden zu kommen, immer weiterhin an dem Game zu arbeiten. Und ich finde es echt cool. Wir haben so ein kleines Hauptquartier als Main-Menü, sage ich mal. Und Bewegungsabläufe, es ist alles dabei. Es ist Teleport dabei, es ist Free Locomotion dabei. Wir können rechts oder links Hände einstellen. Und wir haben coole Waffen dabei. Es gibt sogar im Hauptmenü so einen, so einen Automaten mit Spritzen, wo wir unsere Gene verändern können. Und da können wir dann bestimmte Perks freischalten, positive wie negative. Und da kann man halt so ein bisschen mit rumspielen. Und ja, Roguelike, wenn man einmal stirbt, war es das. Und man beginnt wieder im Hauptquartier und muss von neu beginnen. Das erstmal dazu. Man kann verschiedene Waffen freischalten oder bekommen in dem Game. Und man findet aber auch immer an jeder Ecke Waffen, kleine Pistole, die immer nachgeladen ist oder die immer automatisch auch nachlädt nach einer Zeit. Ja, alle gängigen VR-Brillen werden hier unterstützt, Index Vive, Rift und die VMR-Brillen. Es ist nur auf Englisch verfügbar, aber wir müssen da auch jetzt nicht großartig lesen. Es ist ein bisschen was da, aber ansonsten brauchen wir es fürs Spiel jetzt nicht. Also es hat keine mega Story oder es wird auch nicht viel geschrieben und so weiter. Also wir finden da keine großartigen Notizen, die wir brauchen. Und genau, wir sind hier bei Version 0.527. Das ist am 13. August, noch gar nicht so lange ist das Update erschienen. Balance und Polish Update. Hier haben wir nochmal die ganzen Sachen, die hier dazugefügt worden sind, gefixt wurden und so weiter und so fort. Genau, wir haben eine Practice Area, die zeige ich euch auch im Gameplay nachher am Ende. Und da könnt ihr echt super viel einstellen, Gegnertypen und so weiter und so fort. Könnt euch Waffen aussuchen. Ist eigentlich ganz cool gemacht. Ja. Das Ganze kostet 19,99 € und meiner Meinung nach ist es nicht zu viel für dieses Game. Es macht einfach Spaß, auch wenn es roguelike ist. Also ist einfach cool, wirklich um die Ecken zu sneaken und die Steuerung, das funktioniert einfach einwandfrei. Einzige, was ich mir wünschen würde, sind mehr Slots für Waffen. Also dass wir irgendwie die Slots am Körper haben, hinten zwei, hier zwei Halfter noch an der Hüfte. Das wäre cool. Ich denke mal, der hat sich da definitiv seinen Gedanken gemacht, warum er es nicht gemacht hat, ist halt Retro-Shooter. Früher war es halt dann auch nicht so, dass man wirklich Waffenslots hatte. Aber ich meiner Meinung nach ist, man könnte so ein bisschen kombinieren, neu und Retro. Und dann wird das auch meiner Meinung nach ein bisschen mehr Spaß machen. Mich hat es ein bisschen gestört, dass ich die Waffen abgeben musste oder hinlegen musste, die ich jetzt schon freigeschaltet habe oder gefunden habe und wo gerade aber die Munition leer war. So ein kleiner Negativpunkt. Ansonsten mega Game. Sound passt absolut hier ins Gameplay rein. Und ich mag diesen Look in VR auf jeden Fall auch. Cool. Wie gesagt, schaut euch mein Gameplay an, wenn euch es gefällt. Holt euch
die Demo oder kauft direkt. Da freut der Entwickler sich auf jeden Fall auch. Und ja, ich rede jetzt nicht mehr so viel um den heißen Brei herum. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Gameplay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ihr guckt ja schon zu. Ja, Leute, ich habe noch ein bisschen mich vorbereitet auf den harten Fight hier. Und ja, willkommen bei Compound. Und ja, wie ihr seht, Compound ist ein Game, was komplett im Retro-Style ist. Und das ist auch gut so. Also mir gefällt das Spiel so gut. Also echt mega gelungen, das Ganze. Musik ist echt cool, finde ich. Wie wir sehen, ja, coole Pixelgrafik. Ja, es ist ein Rock-like-Shooter und ja, aller Doom, Quake und so weiter. Hier haben wir einen kleinen Schießstand. Hier wird auch noch ein bisschen Werbung gemacht für Hot Dogs, Horseshoes and Hand Grenades. Und das soll ja auch ein richtig cooles Game sein. Also hier könnt ihr euch die ganzen Waffen anschauen, wie wird nachgeladen und so weiter und so fort. Könnt ein bisschen rumspielen damit. Wir haben hier auch nochmal einen Bogen. So, ne? Damit könnt ihr auch rumspielen. Und ja, wir haben hier den Schwierigkeitsgrad, also Easy as Pie, Medium Rare und dann haben wir Hard Boost. Und ich bleibe erstmal bei Medium. Hat eigentlich ganz gut geklappt. Bis einer gewissen Anzahl an Gegnern, sage ich mal. Ja, hier haben wir, man merkt schon richtig die Kälte, aber wir hauen uns mal trotzdem hier einen Hamburger rein. Genau. Und ja, hier geht's einmal in die Practice Area, da könnt ihr zocken. Hier geht's ins Level. Und hier haben wir nochmal so einen Mutationsdispenser. Also hier kann man sich Mutationen spritzen. Und wenn man da drauf geht, da bekommt man so gewisse Perks, sage ich mal. Aber natürlich auch negative wie positive. Also es ist immer so eine Sache, was will man? Und hier könnt ihr dann nur mit dem Bogen spielen. Auto-Reload und so weiter und so fort. Und wenn ihr diesen Dings nicht mehr haben wollt, dann geht ihr einfach hier unter die Dusche, stellt die Dusche an und schon werden die ganzen Genome, die bei euch geändert wurden, werden weggewaschen. Und ja, bevor wir jetzt loslegen, wollte ich euch nochmal ganz kurz das Menü zeigen. Also ihr habt hier so ein Main-Menü, ja, aber Game Options. Hier könnt ihr euch diverse Sachen einstellen, Comfort Mode und so weiter und so fort. Und ganz am Anfang habt ihr direkt, einen Einrichtungsmodus, wo ihr an einer großen Tafel steht und welchen Controller benutzt ihr, seid ihr Links- oder Rechtshänder und so weiter und so fort. Das macht man dann, stellt man dann ein und das Ganze kann man dann hier auch nochmal neu einstellen, wenn man sich nicht 100% sicher ist oder man will irgendwas ändern, dann kann man das hier noch machen. Ich lasse jetzt erstmal so, ich spiele auf Free Locomotion mit meinem geliebten Snapturn. Snapturn, ich bewege mich natürlich auch gerne so wirklich in Real Life, aber Snapturn ist dann beim Spielen doch unabdingbar. Ja, und jetzt gehen wir mal ins Level rein. Und wir fangen immer hier an, also wenn wir tot sind, beginnt das Level immer hier wieder. Und wir arbeiten uns von Stage zu Stage hoch. Und fangen wir mal an. Hier haben wir immer eine Waffe, die auch immer wieder Munition hat. Braucht dann eine gewisse Zeit. Wir haben auch Sachen, die wir... Oh, da haben wir einen Raketenwerfer. Ja, cool. Oh, der hat mich noch getroffen. Ha! Headshot! So. Oh, den habe ich hier noch nicht gehabt. Außer am Schießstand natürlich. So, mit dem Button können wir die immer wechseln. Hier haben wir so eine kleine Karte, wo wir uns hinbewegen, wo wir schon waren und so weiter und so fort. Ist ja gut, dass man hier so ein paar Sachen noch kaputt machen kann. So, bevor wir da lang gehen, gehen wir aber erstmal hier links weiter. So, die können wir auch kaputt machen, wenn wir Gegner haben. Ne? Gibt einen guten Knall. Die Gegner sind direkt down. Die im Umkreis sind.
Wanted dead for thought crimes, the Landgirl. Ich lieb den Style einfach hier in VR. Also auf Flatbush sowas nicht mehr zocken, aber in VR ist das echt cool. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch mit zwei Waffen schießen, ne? Ich hatte dann immer so meine Schwierigkeit, vernünftig zu zielen. Oh, da kommt noch was. Map clear. So. Für die Bazooka packen wir noch was ein. Auch machen wir noch kaputt. So, wenn Map clear ist, dann müssen wir immer zum Ausgangspunkt zurück, zu unserem Fahrstuhl. Dann müssen wir da rein. Okay, weiter geht's. Okay. Haha, hat er direkt einen Headshot gekriegt, der Junge. Also muss immer aufpassen, dass nicht noch irgendwo in der Ecke einer steht. Vielleicht, wenn wir den Raum geklärt haben, dann laden wir mal die Bazooka nach. Ah. Okay, scheint erstmal frei zu sein. Auf den Trigger einfach die Munition nehmen und dann wieder reinschieben und Spaß haben. Wenn es gleich losgeht, geht es da nochmal um die Ecke. Nein, da geht's. Doch, links geht's nochmal. Die sind immer gefährlich, man weiß nicht, kommen die gerade auf unserer Höhe, Kopfhöhe oder ganz unten. Das ist teilweise ganz schwierig. Aber da kommen nachher noch richtig fiese Gegner. Oh, gehen wir mal da lang. Get him, boy! Puh! Gar nicht so schlecht, die Waffe. Ja, damit hast du nicht gerechnet, ne? Du fieser, du. Okay. Ah ja, Map ist ja clear. Ich glaube, wir müssen hier hin, oder? Ja. Hey! So, jetzt sind wir auf der nächsten Stage. Haben wir die Shotgun und wir haben die Bazooka, ist natürlich cool. Ja, jetzt können wir hier mal wechseln. Ich habe jetzt leider keinen Waffenslot oder so gefunden, also wir haben nur diese Möglichkeiten, zwei Waffen. Aber egal, wo man die ablegt, ich versuche es mal kurz. Und dann schwebt die in der Luft. Na kommt. Da ist ja auch noch was. Okay.
Okay. Okay. Nein, nicht weg, nicht weg. So. Okay, war ganz gut. Boah, da waren aber einige, ne? Oh, den lassen wir mal leben, den Kollegen, sonst. Der muss ja hier, einer muss ja hier sauber machen, da kannst du Blut wegmachen, was wir hier veranstalten. Der hat sich ja toll versteckt. Mann, Mann, Mann. So. So. Okay, da sind wenigstens jetzt ein paar kaputt gegangen. Wird ja immer heftiger hier. Komm, wir locken die mal hier hin zum Saugi. Ach, kann doch nicht wahr sein. Schnell weg, schnell weg. Oh, ich bin erwischt worden. So, warte, 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 warte. Na komm. Ja, du bist jetzt dran. Das wollte ich sagen. So. Danger, wir haben nicht mehr viel Energie. Ach, da ist der schon wieder. Du hängst fest, ne? Das war aber hart. So, nächster Raum. Oder, ja, wir gehen erstmal da hinten hin. Ich glaube, ganz um die Ecke waren wir nicht, ne? Weil da schon die ganze Armee stand. Auch nichts mehr. So, wir können auch das Grüne von den Bäumen schießen. Die Leuchten hier können wir kaputt machen. Kann ich euch gleich mal zeigen. Wo jetzt da lang gehen. So. Von denen nicht, aber von denen da. Wollte ich auch sagen. Es ging doch irgendwie. Kill him. Map clear. Holen wir uns noch Muni?
Ich finde auch die Musik total stimmig in dem Game hier. So. Gucken wir mal, was uns erwartet. Stop. Okay, hier ist eine Laser-Dings. Da kann erstmal keiner lang. Guck, der ist da lang gegangen und direkt down. Nein, nein, nein. Ich finde das mega empfehlenswert, das Game. Okay. Wenn der Omega kommt, kriegt er direkt. So. So, okay. Gucken wir mal hier lang. Die habe ich ja auch noch. Okay, das ist der Fahrstuhl. Dass da einer steht, ne? Okay. Get him, get him. Wir sollten gleich um die Ecke kommen, ne? So. Ist doch schon mal nicht so schlecht gelaufen, oder? Mahlzeit. Okay. Ah, Laserwaffe. Ich kann ganz gut gegen die verwenden. Map clear. Okay, jetzt haben wir hier kleines, eine kleine Uzi, ne, würde ich sagen. So, sind wir auf jeden Fall schon mal ein gutes Stück weitergekommen. So, mal kurz. Noch vernünftig positionieren im Raum. Okay. Was sollen wir uns... Blöd, wenn man so viele Waffen trägt, ne? Okay.
Das lassen wir mal stehen. Fring. Eine muss man eigentlich immer zum Nachladen haben, ne? Naja, ein bisschen blöd, aber gut. Wir gehen erstmal hier lang. Und probieren mal, wie weit wir so kommen. Das Ding meinte ich. Das stupst einen die ganze Zeit an und wenn das... ja, oder stupst einen nicht an. Wenn das einen auf einen zufliegt, explodiert's. Okay. Die sind nicht so blöd, wie wir gedacht haben. Oh ja, nice. Nice, nice, nice. Okay, da ist keiner mehr. Da ist keiner mehr, okay. Na. Also hier wäre ohne Kabel echt nice. Aber das Game soll ja für die Quest rauskommen. Also ganz gut. So, hier waren wir noch nicht. Alles ist grün, was wir noch nicht gesehen haben. Blau ist, was wir gesehen haben. There it is. Ah, der hat mich heute schon mal umgebracht. Mist, Mist, Mist. Ah. Ich weiß gar nicht, ob wir nochmal eine Runde machen sollen. Wir gucken uns jetzt mal die Practice Area an, was man da machen kann. Dass ich euch das auch mal gezeigt habe, was es hier so gibt. Plasma Guard. Ich hab's noch nicht probiert. Gucken wir mal einfach mal. Ah, okay. Get him. Wow. Ach, so ein kleiner Trainingsplatz, ne? Eigentlich ganz cool gemacht. Schauen wir mal, was wir da noch so einstellen können. Oh, ich hab Durst. Ah, guck mal, da könnt ihr die ganzen... Probieren wir den mal zu kriegen. Boah, das ist aber aggressiv. Also, mit denen hätte ich ihn erwischen sollen, ne? Ja, diese Waffe ist auch nicht schlecht, so eine Sniper, Elektro-Sniper. War auch gut Wumms.
Ja, Leute, das sollte erstmal so ein kleiner Einblick werden in Compound. Also ich muss sagen, ich finde das Spiel echt mega gut. Also mir gefällt's und dieses Rock-like mag ich sowieso eigentlich ganz gerne. Ist für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen nervig, dass man immer von neu beginnt. Aber ist halt Sinn von diesen Rock-likes, genau wie Indeath, ne? Ist ja auch ein Rock-like-Game. Und man wird halt mit der Zeit immer besser und kommt dann wahrscheinlich auch weiter. Aber ich habe gemerkt, wo ich angefangen habe, waren die Gegner noch nicht so stark. Und desto länger ich jetzt gespielt habe, desto mehr Gegner kamen auch in diesen einzelnen Levels. Und ich denke mal, mit der Zeit werden das immer mehr. Man wird ja auch ein bisschen erfahrener und man kann auch mit diesen komischen Genspritzen rumexperimentieren, wie man eventuell ein bisschen besser wird und kann nur den Bogen benutzen. Ist vielleicht auch ein bisschen spaßig, wenn man mit dem Bogen gegen diese Gegner spielt, aber ist natürlich auch entsprechend schwieriger, ne? Also alleine mit den automatischen Waffen hatte ich ja jetzt Probleme mit den Gegnern. Aber cooles Game, ich kann es bisher nur empfehlen. Also der Entwickler gibt sich hier echt Mühe, ein richtig cooles Retro-VR-Game auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, das hat er auch gut geschafft. Also Leute, checkt den Steam Store einmal unten in die Beschreibung. Da ist der Link für den Steam Store. Und falls ihr das noch nicht habt, guckt es auf jeden Fall an. Gibt auch eine Demo, die umsonst herunterladbar ist. Okay Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich wie immer freuen auf ein Like. Abo-Button wäre echt nice, wenn ihr den drücken würdet. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.